Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze gerade schon im Auto und diesmal nicht mit meiner Mama, sondern mit meiner Schwester. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Krämer, denn ich brauche noch ein paar Dinge. Ich weiß nicht, ob ich es schon irgendwo erwähnt habe, aber der Negro hat zurzeit Kolik und das irgendwie schon seit 4 Tagen. Und deswegen, ja, muss ich jetzt mal ein paar Sachen holen. Ich brauche Bierhefe, weil ich gehört habe, dass das gut sein soll. Ich fütter dem auch zurzeit Maloxan zu. Dann wollte ich noch bei Krämer auf jeden Fall Spielzeug holen, was man in die Box hängen kann, weil der Makan völlig abdreht und immer nur Langeweile hat und an allem rumspielt. So ein bisschen beschäftigen kann. Und dann brauchen wir noch Thermoskan, weil der Negro darf nicht so viel kaltes Wasser trinken und da unsere Tränken nicht beheizt sind, ist es ein bisschen schwierig. Also es gibt so viele Sachen, die ich mittlerweile jetzt beachten muss, damit es dem Negro wieder gut geht. So, wir sind jetzt da beim Krämer. Ich kann euch den kurz zeigen, ne? Wir haben jetzt hier gerade geparkt, jetzt natürlich Maske nicht vergessen und dann hoffe ich, dass ich hier alles finde, was ich brauche. Okay, ich glaube, die habe ich schon mal gefunden. Ich hoffe, dass es auch das Richtige ist, aber ich denke mal schon. Und jetzt muss ich irgendwie eine Spielsache finden, die Spaß macht, die ich denen halt in die Box hängen kann. Kameramann ist auch am Start. Das ist das Problem, wenn man Entscheidungsschwierigkeiten hat und nie weiß, was man kaufen soll, obwohl man sich eine Liste geschrieben hat. Ja, weil die Spielsachen sind da, aber irgendwie. Was ist das? Sieht aus wie ein Spielzeug für Hunde. Was soll ich denn machen? Doch, was? Ich muss eigentlich eh noch mein Video fertig machen. Ja. Kannst du das ja dazu schneiden? Ja. Du musst aber den Ball filmen. Den was? Den Ball. Du musst den Ball filmen. Okay. Dann filme ich jetzt mal den Ball. Wir haben nämlich schon ein neues Spielzeug gekauft. Ja. Also die Chiara. Ja? Diesen wunderschönen coolen Ball mit überall Karotten. Da musst du das halt so da rausholen. Ja, cool. Und dann, wenn das leer ist, kann der auch einfach nur mit dem Ball spielen. Ja. Cool. Wäre eigentlich auch eine Idee für mich zum Trainieren. Ich würde mir so einen Ball in die Garage stellen und dann würde ich da so Eiweißriegel. Und du holst dir die da raus. Und ich hole mir die da raus. Oder du läufst mit dem Ball vorweg und ich muss dann hinter dir her mir die Riegel da rausholen. Super, da habe ich genauso viel Sport gemacht wie du. Da habe ich mein Konditionstraining dabei gemacht. Ja. Cardio nenne ich das. Ja. Hammer. Cool. Oder? Ich lass dich morgens laufen, du musst hinterher, musst dir dein so, Frühstück. Das ist übrigens der pinke Eimer, den ich gekauft habe. Ja, dein Frühstück verdienen. Ja. Du hast der pinke Eimer. Oh, komm. Ich trinke warmen Tee und generell warmes Wasser, weil
Der Tierarzt hat gesagt, das kalte Wasser ist nicht gut für den Bauch und das ist halt, damit die auch was Warmes zu trinken haben. Und über Nacht werden die Tränken ausgestellt, das heißt Doppelscheiße. Ja, deswegen muss ich jetzt immer mal so 2 bis 3 Mal am Tag das Wasser da drin auffüllen mit warmem Wasser. Deswegen habe ich auch so viele Thermoskannen gekauft. Und der Neko bekommt jetzt zusätzlich Spielhefe, der macht eine Maloxan-Kur, der bekommt Tee. Also empfiehlt es auch nichts. Da sind die ganzen Typen, ne? Und da. Und da. Tja, wie lange müssen die drin bleiben in der Führanlage? Auf jeden Fall, wie lange, nicht so lang, oder? 20 Minuten? Bestimmt schon. Ja, dann sage ich mal nochmal so 20 Minuten. Okay, was machen? Wir müssen ja eh noch die Dings hier auffüllen. Mit dem heißen Wasser, was da gerade kommt. Okay. Ja. So, was wir hier machen, wir machen hier Tee rein für unsere Pferde. Weil Wasser wäre ja zu billig, ne? Ja. Also kochen wir jeden Abend Tee und beide Pferde kriegen jeden Abend Tee. Was ist das für Tee, Chiara? Kamille. Kamilletee. Ja. Ist das auch noch Bio-Tee oder normal? Bio-Tee? Bio-Tee. Okay. So, haben wir hier noch was, da noch was, da alle drei drin. Okay. So. Beim Neko ist auch Bio-Tee drin. Ja. Gut. So. So. Rein. So. Wo bist du, Chiara? Ja. Ach, ja. So, was machen wir jetzt? Warten. Auf was denn? Auf den Wasserkocher. Auf den Wasserkocher? Okay. Wenn ich aussehe. Das ist ja klar. Immer mittendrin statt nur dabei. Ja. So, Wasserkocher. Das ist der Wasserkocher. Gut. Das ist der Wasserkocher. So, wie im Hotel hier. Hotel Chiara. Schön heißes Wasser. Riecht gut, gell? Ja. Ja. Mal gucken. Wie viel müssen wir davon kochen? Oder wie viel, sag mal so, wie viel Liter bekommt denn jedes Pferd? 12. 12 Liter? Okay, da haben wir ja noch einiges zu tun. Ja, die haben schon 3 Thermoskannen mit 1 Liter bekommen, also sind da 3 drin. 4, 4,5 und dann kommt da auch noch kaltes Wasser rein. Also okay. Ist nicht nur halt. Okay. Das nächste. Und der Neko darf auch kein Kraftfutter zur Zeit haben, deswegen bekommt er jetzt immer diese Dosen, wo nur Mesh drin ist. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, bis es dem halt besser geht und bis wir mehr vom Tierarzt wissen. Weil der hat eine Blutprobe genommen, der hat den gespritzt und der hat auch eine Kotprobe genommen. Ja. Und der Markan bekommt aber ganz normal sein Häschen. Also hier stelle ich euch auch mal unser neues Pony vor. Och, wie süß. Wie heißt denn unser neues Pony? Oh ja. Komm her, ich gebe dir mal die Karotte. Hier. Och, wie süß. Hier. Wie heißt denn Kiki? Oh, Kiki. Wächst die Kiki auch noch oder bleibt sie? Wir sind die Neuen hier. Ja. Ja, warum? Ja, machst du, trinkst du da drauf? So fühlt sich ein Pferd ein. Sollen wir das mal machen? Ein Tag als Pferd. Ja. Hey, was machst du denn hier? Wo bist du denn? Ey, du kannst nicht einfach so raus. Du musst warten, bis sie dich holen.
Was ist denn mit dir? Ach, du kommst jetzt noch in meine Box. Alles klar, machen wir Party, oder was? Okay, komm, hey, komm, wir machen Party. Hier ist Tee drin. Ich sag's dir, die Pferde kannst du nicht allein lassen. Ja, man muss sich auch mal fühlen, wie so ein Pferd, ne? Dann weißt du auch, wie die so denken, ne? Boah, hör mal hier. Oh Gott. Naja. Chiara, stell dir vor, ich habe den Nico ganz alleine von da hinten bis hier hingebracht. Das ist das erste Mal. Ja. Cool. Cool, gell? Weil Angst vor dem Eimer. Von dem neuen? Ja. Na. Ja, Tee. Der ist aber jetzt direkt ans Essen gegangen. Guck mal, wir haben dir fein Tee gekocht. Das ist Kamillentee, mein Junge. Ich Kamillentee. Das ist der Beste. Wir haben doch gesagt, das ist Bio, ne? Ja. Das ist Bio-Tee, Junge. Ich sag's dir. Ja. Obwohl, wenn der wüsste, ja, gell? Rosa Eimer für einen Mann. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Ich hätte ihn ja lieber mal auch einen blauen Eimer gekauft, aber rosa? Oh Mann. Man kann, wenn du wüsstest, du musst aus dem rosa Eimer trinken. Ah. Was sagst du denn zu deinem Zimmer, Makan? Ja, wir haben das schön renoviert hier. Spielzeug haben wir dir auch gemacht. Ja. So, da haben wir es geschafft für heute, oder? Okay, ich warte hier. Wenn du wieder zurückkommst, fahren wir. So, du hast auch BOD bekommen. So, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja. Oder was würdest du dazu sagen? Ja, ciao Kakao. Ciao Kakao.